Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Haven. Wir sind beim letzten Mal hier stehen geblieben. Und vielleicht sollte ich auch mal den Controller richtig anschalten. So. Gut, wir sind noch nicht ganz aufgeladen. Geheilt, voll geheilt. Deswegen. Deswegen will ich noch mal kurz rein. Wir sind nämlich noch nicht so weit. Das hätte ich auch vor der Aufnahme machen können. Aber... ich möchte gerne... einmal was auf Vorrat kochen. Und zum anderen einmal voll heilen. Ja, Quatsch. Sollen wir einen Kühlschrank stellen? Hier können wir noch nichts machen. Wo war das denn hier? So. Einmal. Nochmal. Und dann einmal die Pfefferpillen. Weil wer weiß, was uns erwartet, wenn wir den kleinen Plagegeist da entfernen. Damit wir weiterkommen. Deswegen einmal heilen. So. Wunderbar. Und jetzt können wir raus. Jetzt sind wir soweit. Ich habe mir auch gedacht, weil eigentlich kriege ich nachher noch Besuch. Was machst du also mal? Ja. Und deswegen dachte ich, okay, ich nehme einfach nochmal auf. Für heute und für Sonntag. Wobei Sonntag bin ich noch nicht sicher. Haben wir eigentlich genug zu essen mit? Zwei Sachen. So? Oh, it actually worked. Like I told you. Love can do miracles. That and cutting enhancing hormones. Now we just need to see if it works. Burble. I knew she could never resist my cooking. All right, shall we go for a ride? Only if Burble agrees. I think that Burble will agree to anything if we save a plate for her. Okay. Macht das Ganze natürlich ein bisschen einfacher. Und da kommt sie auch schon. So, und wir wollen jetzt nach hier hinten. Denn der Weg ist ja doch ganz schön weit. Und den möchte ich nicht zu Fuß gehen. Den möchte kein Mensch zu Fuß gehen. Perfect landing. As always. So. Ich glaube, das war einmal komplett auf der anderen Seite. Ah, halt. Nice, nice. Den möchte ich einmal mitnehmen. Da unten turnt Serum. Oh Gott. Das ist aber lange her, dass ich mal so ein Bauchkribbeln hatte, wenn man irgendwo runter liegt. So. Ich glaube, hier hinten müsste das hier sein. Ja. He's not giving up.
Binging on flow. This feels familiar. Do you think you would enjoy a flow burst? There we go. Hey, guy. You could have just told us that you needed flow. Come on. Go put your butt elsewhere. Okay. So. Und jetzt. Jetzt können wir uns da drauf bewegen. If you see anything that seems salvageable for the nest, just scream, okay? Solange er mir nicht so schreit. Ach du grüne Nonne. For real. Ach du grüne Nonne, okay. Hier geht's lang. Ich will mich immer um die Boba-Nüsse. Ey. Ach, müssen wir jetzt wieder aufladen? Echt? Ja. Wir müssen tatsächlich erst wieder aufladen. Vielleicht sollte ich mal öfters auf diese Anzeige achten. Are you sure you know where we're going? Nein. I think so. So, hier ist wieder Rasselpfeffer. So, hier ist auch nochmal Rost. Das war's dann hier oben. Oh Gott. Auch Kribbeln vorprogrammiert. Hier, da ist wieder so ein komisches Vieh. Das ist bei ihm jetzt schon wieder ganz super. Meet my boyfriend. Booyah! Stunned. Yes! Dodge this one! Warte, du beruhigst am besten mal. You know what to do. One down. One left. This one's ready. I got this. Und du auch einmal. Bye-bye. We make a good team. Ist das so ein. Sieht so leicht Dinosaurier-ähnlich aus, finde ich. Etwas seltsam. Mit dieser blöden Tür. So. Da hinten will ich noch nicht hin. Ich kann mir vorstellen, dass es dann da hinten weitergeht. Ich möchte vorerst so ein Rost hier beseitigen. To a rustless war. Burble? What happened to her? That's not Burble. Huh? How do you know? She looks nothing like her. Obviously, right now she's covered with rust. Even still, you can tell their faces look completely different. Huh. Don't you see? Now that you mention it, Burble does look a bit taller than her. Oh, no. They're the same height. But Burble's head is more... Whereas this one's wings are less... You know what I'm saying. Yeah. Yeah. Anyway, whether or not that's Burble, we can't leave her hanging like this. We agree. Okay, wir kümmern uns da auch direkt drum. Wir einmal kurz das Zeug hier einsammeln. This is a pretty one. Und das hier oben kurz befreien. Ja, ich weiß. Da ist wieder der Strom und... Eichen. Hey, don't be scared. We just want to clean off this rust. Okay.
maybe we should be scared. Vielleicht sollten wir das. All set. Nice shot. Well, nature is disgusting. You got this? Now's the time to hit him hard. Too late. How about we load our attacks ahead of time? Stunned. It's good. Okay. What a missed opportunity. We need to get on the same page. Now's the time to hit him hard. Okay, we're getting the hang of this. Aua. That looks bad. Ja, ich weiß. Go you. Bam. So, und jetzt? Hey. This might be a good time to test the caps. Ich weiß manchmal nicht, warum es nicht funktioniert. First, you'll have to explain to me how they work. First, you load up the capsule with flow. Then, you just need to activate it. Nice! Oh, ja, ich konnte ihren Schloss eben nicht aufladen, deswegen. Go you! You know what to do. Yep. Your turn. I'm on it. Das hätte ja eben schon geklappt, aber irgendwie konnte ich ihren Schuss nicht aufladen. The end. See? That wasn't verbal. Yeah. All right, lady. You can go now. Why is she staying here? Maybe she wants to take us for a ride. Like, that's her way of saying thank you. Okay. So, where are you taking us? Nowhere, it seems. Maybe she's waiting for our go. Or some kind of instructions? In that case... Into the unknown. Okay. Ich weiß nicht, ob das jetzt so eine gute Idee war. Wo sind wir denn jetzt? Talk about the unknown. This is something else. Why do you think she brought us here? Maybe... Because she needs our help? But we just helped her out. There are times when you have more than one problem. That's not. Anyway, now that we're here, should we take a look around? Yes, sir. Okay, wir scheinen wohl sehr weit weg zu sein von unserem Heim. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir jetzt an einen völlig anderen Ort gelangen. We move in and the rust clears out. Aber okay. Should we just do the whole islet? I'll follow your lead. Flowburst. Ihr seht mir sehr unheimlich aus. Meet my boyfriend. What's up? Getting tired? Sorry. Do you think they're sorry when they hit us? Target locked. Also manchmal würde ich ja gerne aufladen, obwohl es nicht geht. I'm feeling so good. I'm not feeling too well. We have healing capsules if needed. Dodge this one. Your turn. Yep. Okay, das ging geht jetzt aber. Bam! You know what to do. I got this. So. Well done. One to go. Oh, that's bad. Ja, es ist so. And done. This one's ready. Yep. Yeah. There you go. Sind das da hinten Eier? Ugh. So, wobei ich befürchte, dass wir wirklich bald ein
wieder nach Hause sollten. Jetzt, nachdem wir ein bisschen schwer verletzt sind. Now that's an extractor. Exanova settled all the way out here? They've traveled billions of Lumsecs to come to Source. They're not gonna back down because they saw a sticky swamp. Okay, sieht minimal gefährlich aus. Ach so, grüne Nonne. Okay. Jetzt sind wir hier unten. Was war denn da? So, what is it? Lufakrits. I didn't think I would ever see one again. Why? Are they rare? More than rare. No one has ever been able to grow them in the apiary. I had a chance to study them once. Our lab almost went bankrupt trying to procure some. Huh. And what's so special about them? Everything. No one seems to understand how these plants work. They don't require nutrients, apparently nothing that allows for photosynthesis. Actually, to be exact, I shouldn't even be calling it a plant. So like what? Are they animals? Because I'm telling you right now that I don't eat animals. No, they're not animals. And who said anything about eating them anyway? I don't know. That being said, can you eat them? Somehow I don't believe that was a priority question for biologists. What? Biologists don't eat? Yes, you can eat it. But it's not very good. It's acrid. Oh. I guess I could have figured that out. On the other hand, it has outstanding medicinal qualities. We were able to observe some amphibians feeding on it in order to regrow their lost limbs. What? That is awesome! I doubt it would work for us, but it probably wouldn't hurt us. Okay. Make sure they don't get squished. Und wir haben wieder was Neues zu sammeln. Hier sind auch noch welche. Und wir sollten unbedingt uns irgendwie heilen. Da bringen wir uns auf den Teil der Insel, wo ein Gegner ist. A nest. Look at that. Beautiful nature at work. Even covered in rust, the mom is still keeping an eye on her little ones. I don't think those are her little ones. Whose little ones do you think they are then? Judging by their size, I'd say our flying friends. That's ludicrous. Why would she keep an eye on someone else's eggs? They're not even the same species. Sie passt nicht drauf auf. Hey, sie ist die. Don't you see the empty shell? He ate the baby. He ate our friend's baby. I've been trying to tell you. Oh, no, no, no. That's not gonna happen. Wir können aber nicht gegen ihn kämpfen. Wir sind etwas zu schwach. Ich meine, wir können es versuchen. Aber dazu müsste ich jetzt richtig gut sein. Ha! Look who's acting shy when fighting someone their own size. I wouldn't call that acting shy. Ugh, I think I need healing now. Yeah. Here! Thank you! You! Woo! I come from. Oh no. Aber beruhigen. That's not gonna happen. And done. Awesome. You block. Get back. Oh, balut. You? Yep. Saw that. I got your back. Sweet. Oh. Hang in there. One left.
you on this. Come on, do your ball thing. I'll wait. Does it hurt? Huh? Does it? Hey, you're starting to scare me. Okay. Come on. I'm sorry. You! Könnte einfach problematisch werden. Ich weiß nicht, wenn sie auch was ich machen muss. Okay. Wir wurden besiegt. Minimal. Ein ganz klein wenig. Don't you want to sit? No, thanks. Just bending my leg hurts. Oh. Do you know if we have any medicine left in the cabinet? I don't remember. But we can always synthesize new ones. I think I need a good night's sleep. And I need a good meal. Ja, gut, das lief nicht ganz so wie geplant. So. Aber ich weiß jetzt zumindest, wie man ihn besiegen muss. Wir werden dann einfach mal. Wir können auch einfach was Neues kochen. Wenigstens leben wir nicht nur mehr von Candace-Bären. Einmal essen. Ladies and gentlemen. Please, call me you. It is a great honor for me to introduce to you for the first time in this universe. Drumroll. Turnover. À la quai. Please, you named a dish after yourself? Isn't that a bit ostentatious? Earnest ostentatiousness deceives less than false modesty. Who said that? Me? Why? Because I'm not sure it means anything. Rather than yammering, taste it. Hmm. So? Okay. I bow down. I have never tasted anything this good. You should open a restaurant. Hmm. Good idea. But I wonder whether Source has enough of a customer base to open that kind of business. Well, I want a standing reservation. Every night, for life. That settles it. House is full. Reading anything good? Unfortunately, yes. Unfortunately? It's the only book in the nest I haven't read yet. I really want to finish it, but as soon as I finish it, I'll have nothing else to read. A pickle. Hmm. And what's this book about? Love. Then maybe you shouldn't finish it. Love stories always end badly. Ours doesn't. No, not ours. But ours isn't a story. It's even better. It's real life. Okay. You win. I'll finish it later. I find it really hard to concentrate when you keep talking. Okay. So, wie sieht's? Na, nicht mehr. Nicht ganz, aber. Das passt. So. Einmal. Haben wir hier noch was? Exactly. Okay. Dann nichts. Dann stellen wir hier noch was her. Balsam zum Heilen. Das wäre zumindest mal ganz gut. Nochmal. Dann haben wir zumindest ein bisschen was auf Vorrat.
nochmal. Nierremdler. Machen wir dafür noch ein bisschen was. So zwei Stücke sollten reichen. Oh. Wunderbar. Gut, können wir hier noch... Oh. Ich will auch nicht essen, ich will... einfach nur noch mal kochen. Was wir dann nämlich mitnehmen können. Beim nächsten Mal. Damit wir auch immer unsere Wirbel rufen können. Wie gesagt, die Wege sind jetzt auch ganz schön lang geworden. Und das wird das letzte sein. Oh, so, in den Kühlschrank stellen. Und dann geht es einmal hinaus. Wunderbar. Should we go out and explore? I would love that. Gut, wir sehen uns aber erst beim nächsten Mal weiter um. Und ja, ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.